Winnetou, Petrus, Zappa, so heißen drei der über 100 in Deutschland zugelassenen Weizensorten, aus denen Mehl gewonnen wird. Ich finde ja, Mehl ist ein richtig spannendes Thema. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Mehl aus vielen verschiedenen Weizensorten gemischt wird, um unterschiedliche Qualitäten und Eigenschaften zu erzielen? Um mehr über Mehl rauszufinden, vor allem wie ein richtig gutes Mehl gemacht wird, fahren wir in die Ulmühle nach Roth an der Roth und gucken, ob wir dem Müller dort das ein oder andere Geheimnis entlocken können. Ich stehe hier vor der Ulmühle an der Grenze von Oberschwaben zum Allgäu. Hier wird seit Jahrhunderten geniales Mehl gemacht und heute möchte ich mal von dem Müller mehr über das Geheimnis des guten Ulmehls erfahren. Die Walzstühle der Ulmühle werden größtenteils mit Wasserkraft und Sonnenenergie angetrieben. Die Walzstühle aus weinrot gestrichenem Guss sind das Herz der Mühle. Allein der jüngste der vier Stühle läuft bereits im 60. Jahr. 14 Passagen, die unterschiedlichen Arbeitsschritte aus Mahlen und Sichten, kann das Korn in der Ulmühle durchlaufen. Ausgehend von den Walzstühlen verzweigt sich ein kompliziertes Rohrleitungssystem hinauf durch die Decke zum Rohrboden. In den Rohren werden auf einem permanenten Luftstrom die verschiedenen Getreidepartikel von Passage zu Passage transportiert. Das Korn wird hier von innen nach außen gemahlen, erklärt Müllermeister Georg Uhl. Zuerst wird das Korn aufgebrochen. Die Walzen im Walzstuhl laufen gegenläufig mit unterschiedlichen Drehzahlen und zermahlen die weichen inneren Teile des Mehlkörpers. Die härteren, äußeren Schichten kommen in einer späteren Passage an die Reihe. Jedes Produkt hat seinen eigenen Weg, erklärt der Müllermeister. Kein Produkt durchläuft alle Passagen. Für ein 405er Mehl braucht es nur zwei Passagen, für Kleie ganze fünf. Todele, Hand aufs Herz. Was ist das besondere Geheimnis vom Ulmehl? Das Besondere ist natürlich die Qualität, die man einfach verwendet. Das sind schon die Ausgangsrohstoffe. Die ganze Getreidesorte, die wir nehmen, wird ausgesucht, wird separiert, okay. Immer separat gelagert, ja. Und dann eigentlich nach besten Denken von uns zusammengemischt und da wird das ein sehr gutes Mehl einfach mahlen. Und wenn ich jetzt ins Regal greife, im Discounter oder in Ihrem Mühlenladen, wo ist da der Unterschied? Ja, die eigentlichen Unterschiede sind, wenn man auf die Kleberqualität schaut, dann wird meistens im industriellen Bereich, arbeitet man auch sehr mit
schwächeren Qualität, einfach mit B-Weizen, also Brotweizen. Ja. Dann gibt es ja noch A-Weizen, also die Aufmischweizen, und E-Weizen sind dann die Elite-Weizen. Okay. Und wir produzieren eigentlich unser Mehl ausschließlich aus A- und E-Weizen. Und das merkt man halt in den Backverhalten sehr. Da kriegt man einfach nochmal ein schöneres Volumen in seine Gebäcke rein, ja, wie wenn man jetzt mit schlechterer Qualität arbeitet. Und ich gehe mal davon aus, dass eure Rohwaren hauptsächlich hier aus der Region stammen? Genau, die Rohware beziehen wir rein eigentlich oder überwiegend regional, aus regionalem Anbau. Wir arbeiten da auch sehr eng mit unseren Landwirten zusammen. Also wir schauen wirklich, was soll er sie anbauen, damit einfach die Qualität bei uns in der Mühle dann am Schluss zusammenpasst. Einfach klasse zu sehen, wo die Produkte herkommen, wie die entstehen, mit welchem Enthusiasmus die Leute an ihrem Produkt arbeiten, sodass am Ende was rauskommt mit echter Spitzenqualität.